Einen wunderschönen guten Tag und heute etwas verändert, aber man hatte mir gesagt, dass man doch auch gerne mal sieht, dass es nicht hergerichtet ist, sondern alles live gelegt und daher machen wir das ab jetzt auch so, finde ich auch sehr authentisch und freue mich daher auch auf das heutige Orakel mit euch. So, denkt dran, in unserem Shop auf www.spiritual-shop.de findet ihr auf jeden Fall noch wundervollen Energie- und Heilsteinschmuck. Und derzeit ist die Summer Sale Aktion mit 33% auf alles. Und die 33% bekommst du mit dem Code ja, Sommer33. Ganz genau so sieht's aus. Nicht anders. Nur mit dem Code Sommer33. Und wenn du dich noch für ein Selbstliebe-Coaching interessierst oder dich sofort bewerben möchtest, dann sichere dir dein kostenloses Erstgespräch zum Thema Coaching in Form von einer E-Mail und schreibe an info@timus-lichtblick.com. Und jetzt geht's hinein in den Blick in die Karten. Und das beginnt heute mit dem Hai. Führe andere als mächtiger, friedvoller Krieger. Erzengel Metatron ist hier auf jeden Fall mit dabei und Jules. Wir sehen hier, dass du heute natürlich die Eigenschaft an den Tag legen darfst, andere Menschen heute stark zu führen oder auch Führung anzunehmen. Das ist natürlich jetzt die Frage, in welcher Hinsicht dein Herz das derzeit braucht. Man sieht, dass das Außen dir schon einen großen Zweifel auferlegt, aber deine Emotionen heute diese Thematik heilen können. Wir haben das Buch, was dir ein neues Kapitel im Leben schenkt, auf schöne Art und Weise, dass du persönlich ganz klar erkennen kannst, vor welchen Menschen du dich in Rückzug nehmen solltest und welche Menschen dir im Herzensweg natürlich daneben stehen und wer dir gut tut und wem du lieber nicht alles anvertrauen solltest. Hier kannst du die Führung gerne übernehmen. So, wir haben dann die Seelennahrung dabei. Was tut deinem Körper und deiner Seele gut? Nähre beide gesund und achtsam, zum Beispiel mit guten Lebensmitteln und positiven Gedanken. Und diese positiven Gedanken, die sieht man hier schon ganz klar, die leiten deine Emotionen heute. Und deine Emotion führt daher heute einen kleinen Kampf mit, was habe ich schon Positives erlebt, was habe ich Negatives erlebt. Dein inneres Kind wird sich heute sehr, sehr zeigen oder zurückziehen. Also das liegt jetzt in deiner Entscheidung. Bist du jemand, der immer sehr viel Präsenz vom inneren Kind hat? Ja, nein. Dann wirst du sehen, es wird sich zurückziehen. Wenn du es nicht oft betrachtest, dann wird es heute sehr, sehr stark hervorkommen. Und der Triggerpunkt liegt hier auch in der Emotionalität im Außen. Dann haben wir den Bär. Ja, setze Macht und Weisheit ein. Erzengel Uriel und Chofiel oder Chofiel. Deine Weisheit ist natürlich hier schon in der Führung drin. Du kannst heute die besten Ratschläge geben. Aber das Außen versucht natürlich in der Resonanz das Gleiche herbeizuführen. Daher ist es gut, dass du erkennen kannst, wer meint es gut mit dir und wer nicht. Aber du solltest auch überlegen, hier Hilfe im Außen zu holen. Denn deine Weisheit soll ja noch mehr geformt werden. Und da liegst du jetzt hier gerade eben erst in den Anfangsschritten. Gerade auch in dem Weg von deiner Berufung. Ja, hier Verträge, die im Außen geschürt werden, bringen heute positive Emotionen für dich herbei. Also ein sehr, sehr starker Tag für dich, ja. Du wirst erkennen, wo du Macht besitzt und wo nicht, aber eben auch ein Tag, in dem du sehr, sehr stark ein wenig die Hilfe in Anspruch nehmen solltest. So, dann haben wir noch ätherische Öle. Hole die Kraft und den Duft von ätherischen Ölen und Aura-Raumsprays in dein Zuhause und lasse sie wirken, auch für dich. Und warum sollst du das tun für dich? Natürlich, damit du dein Energiefeld hier komplett regenerieren kannst. Ja, es ist vom Außen stark begrenzt gewesen. Dein Herz hat sich vom Außen sehr abhängig gemacht. Man sieht hier die falsche Stimulation. Und somit mit diesen Ölen, mit diesen Sinneseinflüssen beginnst du einfach mehr bei dir zu sein. Du beginnst einfach viel mehr abzugrenzen und kannst hier auch ganz stark deine Zweifel lösen.
Zum Schluss haben wir den Wal und der lebe als vollkommen bewusstes Wesen, Erzengel Maria und Jules. Ja, dein bewusstes Wesen, deine Schöpferkraft soll hier natürlich in den Einklang kommen und somit auch für dich dieses neue Kapitel in deinem Leben öffnen. Dieses Kapitel, in dem du Hilfe anbieten kannst, aber auch lernst, Hilfe anzunehmen und deinen Emotionen heute die freie Bahn lässt. Denn genau das brauchen sie und wenn du heute aus deinem Gefühl heraus handelst, dann hast du alles richtig gemacht.